tatsächlich wollte ich mal ein paar Aufnahmen machen außer der Reihe. Nicht immer nur Let's Plays, liebe Freunde. Wir befinden uns hier in Elex. Das wird hier heute mal ein Let's Play werden. Es wird hier jetzt auch eine ganze Reihe von Let's Play Aufnahmen geben, weil die Livestreams, ich habe die gesuchtet, habe die gespielt, das habt ihr ja schon mitgekriegt, aber es ist, glaube ich, zu fett hier. Also machen wir jetzt mal Let's Plays in normaler Länge und ich weiß nicht, ob ich die weiterhin anmoderiere und vielleicht abmoderiere oder ich lasse sie einfach auch so laufen, schneide sie dann zwischendurch. Letztendlich erstmal recht herzlich willkommen zu einer Let's Play-Aufnahme mit eurem Quincy und natürlich dem Angehörigen der Fallout Legends. Ich habe gerade einen Purzelbaum gemacht und wir sind mit Duras unterwegs. Vorweg erstmal den Duras, das habt ihr ja noch mitgekriegt. Der ist ja jetzt des Mordes überführt worden. Der hat den guten Typen da ja umgebracht. Die anderen, die wir da verhört haben, auf der Map, die sind da tatsächlich unschuldig. Aufgrund von Indizienbeweisen konnten sie nicht des Mordes überführt werden. Und Duras hat es letztendlich nachher selbst zugegeben. Er ist trotzdem bei uns geblieben und in diesen harten Zeiten, ja, behalten wir ihn. Dann haben wir noch ein kleines Geheimnis zu lüften. Erstmal vorweg, ich habe schon ein bisschen weiter gespielt, weil ich absolut süchtig war. Es tut mir wirklich leid. Ich habe nicht viel gemacht. Ich habe nur noch ein bisschen da weiter recherchiert, wo wir den, den Alp da getroffen haben. Diesen Abtrünnigen. Weil ich in der Hoffnung bin, der kann uns auch bald begleiten. Entweder begleitet er uns mit dem Duras zusammen oder wir müssen den Duras im Dorf zurücklassen, hier in diesem schönen Dörfchen, und wir können mit diesem Abtrünnigen dann mal durch die Gegend ziehen, weil der mir doch etwas stärker bewaffnet und stärker gerüstet scheint und weil ich natürlich auch hoffe, dass ich über diesen auch wieder mehr XP erhalte und vielleicht auch Rüstung und Waffen. Gut. Nichtsdestotrotz, wir machen hier weiter. Wir gucken mal ganz kurz auf die Map, ob wir da noch irgendwelche Aufträge haben. Hier haben wir immer noch den Rock. Ich weiß gar nicht, was ich mit Rock machen soll. Irgendwie haben wir da immer noch einen Auftrag offen. So. Rock. Ich bin übrigens nicht wundern, mit meinen Freunden, dem Amomuro und dem Nexana hier im Teamspeak. Hallo. Damit ich nicht ganz so allein bin. Die halten sich raus. Es ist leider ein Singleplayer. Leider können sie hier nicht mitspielen. Aber nicht wundern, wenn ab und zu mal eine Stimme im Hintergrund zu hören ist. Das sind dann halt die beiden von den Fallout Legends. Hachi. Genau. Ja. Gut. Ich müsste hier irgendwo... Rock ist ein Setzer, der seinem... Hier, der neue Outlaw. Rock ist ein Setzer, der seinem alten Leben nichts mehr abgewinnen kann. Ich soll ihm Trockenfleisch, Wasser und eine Waffe besorgen. Erst dann sieht er sich imstande, die Reise zu den Outlaws der Wüste zu schultern, da er sich ihnen anschließen möchte. Also müssen wir Wasser und Trockenfleisch besorgen. Ja, kaufen wir das jetzt? Ich glaube, das kaufen wir bei Sindar. Ich will ja die Belohnung haben. Gut. Hier ist der Rock, genau deswegen ist er nämlich. Das heißt also, wir brauchen Wasser und Trockenfleisch. Wasser, haben wir eigentlich Wasser überhaupt noch bei uns? Ich gucke mal nach. So, Wasser. Trockenfleisch haben wir dreimal. Wie viel wollte er denn haben überhaupt? Da muss ich direkt mal nachgucken. Das schimmelige Brot, das schmeiße ich weg. Kann ich das überhaupt wegschmeißen, entsorgen? Ach, das kann ich in eine Kiste packen. Das, so war das. Genau, ich kann mir hier so eine Kiste aussuchen und dann kann ich das da reinschmeißen. Gut, wir gehen hier noch ein bisschen weiter rumsuchen. Ich bin nämlich hier total neugierig. Das Federvieh können wir auch schlachten hier. Aber ich glaube, das bringt uns nicht allzu weit. Mir ist übrigens noch was eingefallen. Wir werden erstmal zu uns zurück. Ich will immer Escape, um dann auf die Map raufgehen, Jungs. Wisst ihr das? Ja, immer Escape. Ja, der Klassiker. Immer Escape und dann auf die Map. Und das ist ja Quatsch. So, wir müssen wieder zurück nach Goliath. Und da gibt es wahrscheinlich... Ja Gott, dann kaufe ich das. Wir machen es ja für die Quest. Alles für den Club, alles für die Quest.
Als erstes wollte ich mal was probieren. Man kann nämlich eine Leiter hochklettern. Ich habe zwei Dinge, die ich mal testen will. Du hast du folgst mir, ne? Die sind mir nämlich heute noch eingefallen. Das ist Cutter. Hi Cutter. Ich hoffe, dir geht's gut, Cutter. Gut, wir gucken mal bei Drock in seine Höhle rein hier. Den haben wir ja, genau, der Drock, den haben wir ja auch überführt. Den haben sie in die Wüste geschickt. Jetzt kann ich die Leiter benutzen. Die ewig lange Leiter für den Aufstieg. Alter Falter. Möge uns nie ein Gegner auf dieser Leiter folgen. Dann haben wir, glaube ich, kaum Chancen. Oh, 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 Pfeile. Das, oh, ich merke das gerade, ich klaue das hier oben. Egal, Pech. Hier oben sieht uns keiner. Es gehört ja alles eh, alles Drock hier. Suchst du was Bestimmtes? Und ganzen Köcher mit Pfeilen. Boah, jetzt hat er mich erwischt. Ich lag nochmal. Der ist uns hinterhergekrochen. Wieso kriegt der uns hinterher? Das kommt jetzt beim Sappeln raus, wenn du einfach so sappelst. Ich wusste ja ganz genau, was passiert, dass das hier Klauen ist. Los geht's! War der hier zwischengespeichert? Ach, Duras macht mich das fertig, oder was? Berger hat dich geschmiert. Ach, das wollen wir nicht. Wir werden mal ein paar Minuten vorher laden. Genau. Wir gehen jetzt dann nochmal hoch. Was sucht denn der Typ da auf dem Dom? Ich will den ganzen Köcher Pfeile mitnehmen. Hallo, Monomer, ich bin gerade im Let's Play. Sei recht herzlich gegrüßt. Ja, hallöchen. Ich spiele gerade Elex und habe mich entschlossen, ja, ich werde das als Let's Play gesehen. Alles klar. Ach ja, du siehst das ja, genau. Steck ja nichts ein. Ne, ich wollte das bloß sagen, aber wir sind hier trotzdem zusammen drin, weil dann ab und zu mal, ich konnte eben durch meine eigenen Augen durchgucken. Du dich hier herum? Ja, weil ich wollte nicht in den anderen Raum. Nein, alles gut. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich bin auch deswegen mit den Jungs hier, damit ich nicht ganz so alleine bin. Den Zuschauern habe ich schon gesagt, dass ich hier noch... Also, dann möchte ich auch recht herzlich den Aufpasser Monomer hier begrüßen. So, wir werden jetzt ein paar Pfeile klauen. Ja, dann einen guten Abend, Lady and Gentlemen. Good evening. Jetzt kommt Duras. Duras, ich will den Köcher haben. Pass auf, Duras. So, wir speichern ab. Ich will die Pfeile haben. Jetzt kommen die Dorfbewohner hier hinterher, weil den Hammer kann ich auch noch gebrauchen. Das Licht ist hier manchmal ein bisschen suspekt hier. So, jetzt haben wir hier oben vom Turm. Das wollte ich nämlich noch erledigen hier. Das war klar. Aber schön. Ach, jetzt kann ich die Leiter benutzen hier. Man muss das manchmal ein bisschen zielen. Ich finde das Spiel herrlich. Es ist eigentlich schon tatsächlich eine Vorbereitung für mich, eine mentale Vorbereitung auf das neue Spiel. Jörg. Deswegen, ne? Aber ich mach's als Let's Play, also nicht, ich bin jetzt nicht live. Suchst du was Bestimmtes? Nein, ich suche nichts Bestimmtes. Mach weiter, Junge. Aber ja, ich mach als Let's Play, weil ich sonst keine Aufnahmen mehr habe, ne? So, wie viel? Ja, ich habe mir auch schon etliche Videos angeguckt vom neuen Spiel und freue ich mich auch schon drauf. Ja, das denke ich nämlich auch. Was gut für dich ist. Ist mein Geschmack, ja. Hast dich also mental vorbereitet, ne? Ja. Das ist sehr schön. So, wo geht's jetzt in den Schlund? Ach, wir müssen nach oben. Ah, ich habe noch so viele Aufgaben. Wir haben hier noch so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, was wir zuerst machen sollen. Mein Team lacht sich immer kaputt über mich, wenn ich hier drin bin und ich suchte hier. Nexana, und das ist alles deine Schuld. Mhm. Oh, mein Magen knurrt. Habt ihr das gehört? Nö. Der hat echt geknurrt eben, der Typ, obwohl er eben richtig lecker Gulasch gekriegt hat. So, wir müssen zum Schlund. Ich will was ausprobieren. Ich will was sehen. Duras, komm mit. Da hatten wir ja Droni schon befreit. Hier Kroni, Droni befreit. Hier müssten wir auch runterkommen, glaube ich, in den Schlund. Oder? Hier schmeißen die mal alles rein in den Müll. Ja, das ist der Schlund. So, Duras, du hast ja auch ein Jetpack. Also, wir haben beide hier ein Jetpack. So, ich probiere mal was aus.
guck mal, das wusste ich nicht. Das wollte ich letztens schon mitnehmen. So, wir werden erstmal abspeichern. So, und jetzt werde ich... Ich wollte hier nämlich schon was mitnehmen. Beim ersten Mal habe ich mich... Bewegungssensor? Abgeschlossen Energie? Wir haben jetzt eine Quest erledigt. Siehst du, das ist das, was ich meine. Okay. Energiespeicher gefunden. Man kann hier nämlich überall schön rummüllen. Was haben wir hier? Ein Presslufthammer? Kann man nicht den nehmen? Den kann ich mitnehmen! Ja! Mhm. Wasser für das Erz. Weiß ich, aber dass ich den so einfach finde, hätte ich nicht gedacht. Das ist nämlich das, warum ich hier noch so ein bisschen rummüll, weil ich letztens hier schon gucken wollte, ob ich hier nicht Schrott mehr nehmen kann. Hier kannst du reinkriegen in die Rohre. Guck mal an hier. Was? Antitoxin, ja, das brauchen wir auch. Nein, ich will nicht mit dir quatschen. Das ist, und ich denke mal, dass die, dass, das Kampfsystem hier, dass ich mich einfach bloß zu tappig anstelle im Moment, weil ich hier noch nicht so weit bin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Warte, hier war doch was. Hier war was. Warte mal. Ach du was, geh mir doch mal aus dem Weg. Du Mörder! Nein. Du Mörder! Du kannst froh sein. Du bist zur Bewährung hier. Ich bin hier im Moment aufgrund meiner Rüstung der absolute Beppo, ne? Als wenn ich hier in Abendgarderobe durch die Gegend gehe. So, hier ist nichts weiter. So, und den Typen da vorne kennen wir ja schon. Ich muss das jetzt ausprobieren. Kann ich da jetzt mit dem Bohrer? Kann ich da jetzt Schwefel abbauen? Ja, er holt die Bohrer raus. Den brauche ich nicht. Den brauche ich tatsächlich auf keine Taste legen. Nice! Ja, verliert er denn Energie, der Bohrer? Das ist die Frage. Sein oder nicht sein ist hier die Frage. Handgranate, die brauchte ich. Drohnenkontrolle. Plasmazelle haben wir hier. Eine Plasmazelle. Guck, kaum bin ich mit meinen Teammitgliedern hier, da wird Quincy schon wieder albern. Also ich kann nichts dafür, ihr merkt, woran das liegt. Das hat nichts mit mir zu tun. Ja, ja. Das ist die Wirkung meiner Teammitglieder auf mich. Besonders Nexana, der hat an allem Schuld. Mhm. So, gut, also das, die konnte ich jetzt nicht finden. Das Menü ist auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich finde es gut. Ich kann hier an der Seite noch was rausmüllen. Das mit dem Presslufthammer, da habe ich schon lange drauf. Ich habe mir schon immer gewartet, wie wir uns den wohl verdienen müssen. Oh, Elexit. Entschuldigung. Das habe ich mir alles bloß mal geborgt. Auf unbestimmte Zeit. Ja. Da steht überall verboten hinter. Aber das kennst du ja, ne? Ja. Das ist ja in dem anderen Spiel auch. Stehlen oder einbrechen oder, ne? Oh, hier sind auch Pfeile. Du passt jetzt mal ein bisschen auf. Die Pfeile, leicht verdientes Geld. Die Pfeile, die könnte ruhig im Köcher liegen. Gut, gehen wir wieder runter. Dann haben wir das so. Das ist ja genial. Oh, ich bin eben mit meinem Kopf durch die Sprossen geritten. So, mir ist kalt. Ich muss jetzt erstmal meine Gamerjacke anziehen. Mir ist kalt. Augenblick, geht gleich los, geht gleich weiter. Oh, das gibt's doch nicht. Ganz kurz. Hallo, du frierst doch nicht im Spiel, also brauchst du keine Jacke im wahren Leben. Das weißt du. So. Oh, ich habe hier Fenster überall auf. Mir ist total kalt, ey. Oh ja, das kenne ich. Dann mach dir doch warme Gedanken. Mach ich doch. Kaffee, genau. Koffeinfrei. Nein. So. Verschwinde. Ja, ich gehe ja schon. Ist der Zutritt zum Schlund verboten.
Dann geh doch, geh weg. Ich war klar, ja, ich bin da rausgekommen, Nexana, und dann stand der vor der Tür und ja. So, die machen einfach dahin, wo sie gerade stehen. So, was ist das hier? Dietrich. Die kann ich mitnehmen hier. Die brauchen wir doch zum Knacken von Truhen und Schlössern. Ich als alter Knacker. Ja, dann öffnest du mal so eine Meisterschloss-Truhe und so weiter. Was kriegst du raus? Eine Kartoffel. Nee, hier ist auch nicht was drin, was du brauchst. Also im Gegensatz dazu ist hier richtig was drin. Bei einem Spiel war das ja, glaube ich, so, dass du, oh ja, geil, Meisterschloss, 3 Stunden dran gesessen und das Ding zu knacken. Die, ne? Nach dem Motto rostiger Schlüssel und so weiter und dann eine Kartoffel drin. Mhm. Hier waren wir noch nicht oben. Zigaretten, Kippenpackung, die kannst du verkaufen. Kippen kannst du hier schön verkaufen. Und Zigaretten bringen richtig Kohle. Richtig. Weil die sind hier alle süchtig, die wollen Kippen haben. So, hier stecken die ganzen Pfeile hier oben drin. Der Duras ist im Prinzip nicht verkehrt. Gut, manchmal dann rafft er das nicht. Was ist das da drüben? Noch eine Brücke, wo wir noch nicht rübergegangen sind? Nice! Da will ich hin! Die haben bestimmt noch eine Aufgabe. Ich muss gleich erstmal gucken. Oh, ich will da in die weißen Berge rein. Ich will überall hin. Mach's nicht. Ihr kennt das ja schon von mir. Aua, jetzt hat er sich eben erstmal ordentlich schön im Schrott gewälzt. Ja, toll, angenehm. Wie so ein Hund gesuhlt. Ne, er macht manchmal hier so eine Ausweichrolle vorwärts, weißt du? Aber nicht dann geradeaus und links oder so. Oh, waren wir auf dem, in dem, ach, da bin ich ja rübergekommen. Wow, da bin ich ja hergekommen. Ich sag doch, ich bin hier der absolute Bleppo. Der totale Bleppo bin ich hier. Komm mal mit, du hast. Wir werden mal ein paar Aufträge holen. Ich muss jetzt nachher gleich mal reingucken, was wir schon alles erledigt haben und was wir noch erledigen können. Ich werde das hier aber auch trotzdem... Jetzt hat er eben eine Rolle vorwärts in den Handwagen gemacht. Ich weiß gar nicht, wie man das manchmal steuern kann. Kann ich hier schon rübergehen? Hier ist das Sinda? Nee, das ist die Kriegerin. Hier ist Sinda. Hey Sinda. Hey Sinda, was ist los? Bring mir etwas bei. Hier oben, da geht nichts, aber hier bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Natürlich. Nö. 5 Lernpunkte habe ich. Ich kann was lernen. Ganz ruhig, Betsy. Ganz ruhig. Dritte Klasse. Ganz ruhig, ja, so ungefähr. Ja. 5 Lernpunkte habe ich. Gerissenheit. Ich habe noch zu wenig geperkt. Ich hätte es perken sollen. Ich muss erst mal gucken. Oh, 14 auf 25. Du kriegst auch ein paar Sticker in einem Sticker-Album. Ja, genau. Überlebenstheorie. Was kann ich denn hier überhaupt machen? Können wir gleich mal durchblättern. Gar nichts. Ich kann hier nichts machen, weil ich ein Bleppo bin. Weil ich hier der absolute Bleppo bin. Tierfreund. Schwache Tiere greifen dich nicht mehr an. Ja, das will ich! Was haben wir hier noch? Advokat. Zahle weniger für deine Verbrechen. Ah, hier, wenn ich dann irgendwo klaue. Erhöht die Kampfkraft deiner Gefährten mit jeder Stufe. Ja, genau, aber ich kann es noch nicht, weil mir hier noch bei den Perk-Karten, ich muss noch hier unbedingt mehr skillen, hier auf Intelligenz und Gerissenheit. Das ist tatsächlich so, du, ich mache ja erstmal auf Stärke hier, damit wir erstmal durchkommen, ja, ne? Erstmal überleben hier. Das machst du ja am Anfang sowieso erstmal. Willst Kopfnüsse verteilen, ne? Ja, das geht nicht anders. Also guck mal hier, Attribute gibt dir sofort 10 zusätzliche Attribute. Was kostet das? 1000 Elex! Vergiss es. Das ist ja ein ordentlicher Lehrgang, den wir... Ja, ich kann hier tatsächlich noch nichts machen. Warte mal, ich bin noch nicht fertig. Ich will mit dir handeln. Ich will handeln. Gut, sieh dich nur um. Nee, Rüstung? Hast du eine Rüstung hier? Ich will was verkaufen, Mensch. Da, hier. Das verkaufe ich nicht. Schlangenbiss. Ich habe das Schwert Schlangenbiss gefunden. Geschicklichkeit 17 von 60. Das kann ich bald benutzen. Gut. Das ist gut. Genau. So, Kippen. Wo sind meine Kippen?
Leerer Energie, kleiner Energiespeicher. Das kriege ich auch noch raus, was das bedeutet. Ich kriege hier alles raus. Lebenssaft. Unter dem Einfluss von Stims erhältst du einen Malus von 15% auf alle Erfahrungen. Der Effekt dauert allerdings nur 25 Sekunden. Das ist der Nachteil. Zähne habe ich hier. Braucht einer Zähne? Nee, ich habe doch alle. Gut, okay. Hätte ich sonst, ich hätte sie angeboten. So, was haben wir? Ich esse sonst immer einen Butterkeks. Das ist immer, weiß doch, 52 Zähne. Ach, ich kann ja noch zum Schmied. Kann man als Schmied gut gebrauchen. Okay. Ein Dietrich habe ich. Ich habe doch letztens ein ganzes Bündel Dietriche mitgenommen. Vielleicht hast du sie verdietricht. Vielleicht habe ich sie verdietricht, ja. So, wo sind die Kippen? Zettel, zerknitterter Zettel. Nee, wo ist hier? Da, Zigarette. Oh, 23 Stück. Ich hatte aber schon mal mehr gehabt. Das, die geben aber ordentlich Kohle, du. Plasmazellen. Ich meine, alles andere bringt auch wirklich nicht. Kippen bringen echt viel hier. Ja. Wertvoller wie Gold, ne? Eine Anleitung dauerhafter Mana-Trank. Na, den werde ich ja bestimmt nicht verkaufen hier. Gut. Einfacher Holzpfeil. Handel akzeptieren. So, haben wir jetzt genug Kohle? Immer dieser Technikkram. Haben wir jetzt Kippen noch? Manchmal sehe ich immer nicht durch, ob ich das alles verkloppt habe, verstehst du? Cooles Spielzeug. Ja. Aber das Spielzeug kann ich, glaube ich, das Klopapier, das brauchen wir. Rau, aber erfüllt seinen Zweck. 2 Credits. Das Auto, eine alte Münze. Das bringt nicht mal eine alte Münze. Aber ich glaube, Geldbündel sehr begehrt und für gutes Elex zu verkaufen. Ah, komm, wir handeln hier nochmal. Hier. Sind, komm mal her. Ich will handeln. Ich will handeln. Gut. Sieh dich nur um. Ja, nu. So, hier. Volka. Was? Guck mal, WhatsApp. So, hast du mir was geschickt? Nein, aber wer anders? Ja, ich hab's gesehen. Hab's auch gesehen. Knochen, das letzte Zeug. Ich weiß gar nicht, ob man hier Knochen brauchte. Helf mir mal, braucht man hier Knochen zum Bauen und Basteln? Gute Frage. Nächste Frage. 1 plus 3, 5! Genau. Oh, ich bin ja hier Klopapier da. Klopapier. Das ist Gold wert. Akzeptieren. Klopapier habe ich jetzt verkauft. Ich brauche Geld. Hier, das Spielzeugauto. 1. Eigentlich brauchen wir das. Geldbündel hier. Kann man für Elexit verkaufen. Na. Cooles Spielzeugauto. Wieso knurrt mein Magen eigentlich? Könnte wertvoll sein. Eine Schatulle, ja. Aber zum Verkaufen oder wie? Oder was könnte das sein? Eine Schatulle. Was ist das denn für eine Schatulle? Eine blanke, einfache Schatulle. Das ist das ja. Und ich traue mich nicht, hier sowas zu verkloppen. Also Klopapier ist jetzt kein Problem. Genauso die unbrauchbare Verbandstasche, ob man da irgendwas wieder herstellt. Voller nützlicher Sachen, auch wenn einige schon seine Wirkung verloren hat. Aber du kannst da nicht reingucken, weißt du? Weißt du nichts von der hier von der legendären Klopapierrüstung? Echt jetzt? Ja, Mann. Also das war's. Klopapier Schienbeine, Klopapiermaske, Klopapier Torso. Immer dieser Technikkram. So, Und dieser Bonus erst. Der Bonus erst, genau. Wasser. Komm, ich will mal gucken. Rein. Gut, sieh dich nur um. Hat die Wasser und Trockenfleisch? Ey, was hat denn für eine grüne Suppe?
Eine Drüse hat sie. Sie hat kein Wasser. Rohes Fleisch. Setzerbrot hat die 18 Stück da. Boah, die hat aber Preise, mein lieber Mann. Die hat aber kein Wasser hier. Die Schnecke. Gut. Dann gehen wir mal zu dem hier. Dann haben wir das erstmal erledigt. Also wir brauchen Wasser. Wo kriegen wir Wasser her? Wir müssen Wasser suchen. Irgendwo. Im Fluss. Ja, ich glaube, das ist auch versorgt. Ja. Naja, das Wasser hier, also es ist ja so, hier ist ja ein Meteorit abgestürzt und aufgrund dessen ist im Prinzip die Menschheit ja letztendlich ausgelöscht, so teils, und sie fangen wieder an, sich neu zu setzen. Und jetzt gibt es hier mehrere Fraktionen. Einmal die, die ins Altertum zurückgebombt haben. Und eine Fraktion, die auf diese Technologie, die alte Technologie steht und die auch noch verehren. Gut finden. Wir müssen hier hoch. Wir gehen hier richtig. Los, komm einfach mit, Duras. Da oben ist die Kneipe. Da brauchen wir erstmal nichts. Was mit dem hier? Das ist Bertram. Hallo Bertram. Wir sehen uns. Okay, Bertram. Bertram ist auch ein bisschen komisch immer. Irgendwie ist immer so kurz angebunden. Ich verstehe ihn nicht. Naja. So, wir müssen, glaube ich, mal gucken. Nach ganz nach oben. Was hier? Noch eine Brücke? Ach so, hier kann man bloß in den Abgrund gucken. So, ein Werk. Zum Quatschen fehlt mir die Zeit. Das sagen die meisten hier. Unhöflich. So. Nee, jetzt nicht. Die Dialoge sind genial. Also ohne Quatsch. Ich liebe sie. So, ich gehe mal rein hier. War das hier schon? Was willst du hier? Na, deine Hütte mal durchsuchen hier und gucken, ob ich hier mir was ausleihen kann. Mann, krieg ich mir hier nicht hinterher, ey. Wir müssen hier lang, glaube ich, ne? Wir müssen noch eine Etage höher. War das hier schon mit ihm hier? Vor allem schniefen die. Nein, ich steck nichts ein. Die schniefen und machen dann immer so eine Bauernrotzer hier so mit ein Nasenloch zuhalten und da wird dir schlecht. Dietrich, ach, guck mal. Ich speichere mal ab. Den Dietrich brauche ich. Die lagen hier so rum. Die haben gesagt, nimm mich mit. Wir sind alle schon samtreif. Die Dietriche. Stimmt's? Nexana, say yes. Jawohl. Siehste. Wir gehen erstmal kurz hier lang. Nee, hier geht's. Oh. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich hier noch lang muss. Und also hier oben war ich schon. Ich habe ja schon mal abgespeichert. Was? Ach, hier. Mana-Pflanze, die nehmen wir alle mit hier. Zwischendurch immer schön abspeichern. Hier gibt es so viel zu entdecken und zu sehen, das ist... Vor allem den ganzen Nebenquests, glaube ich. Oh, das ist böse, ist das. Das macht auch Spaß hier und ich bin schon wieder bei 28 Minuten und ich will nicht aufhören. Nein! Da, zu dem will ich hin. Komm mal her hier. Du bist... Angrim! Du bist schon der Dritte, der innerhalb kürzester Zeit unser Tor durchschritten hat. Es hat sich wohl herumgesprochen, dass wir den Alps erfolgreich die Stirn bieten konnten. Hoffentlich gehörst du nicht zu jenen, die Schwierigkeiten haben, sich unserer Lebensweise anzupassen. Ich werde dich deshalb im Auge behalten. Sollte ich dich kennen? Wir nehmen das mal hier, oder? Achso, jetzt hier. Und was heißt das jetzt für mich? Sagen wir einfach, ich habe immer ein recht genaues Bild von dem, was in Goliath vor sich geht. Also lass dich besser von deiner Vernunft leiten, statt irgendwelchen Versuchungen nachzugeben. Was ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ist, dass es klug von dir wäre,
unser Gesetz zu verinnerlichen. Achtest du meinen Ratschlag, werde ich mich erkenntlich zeigen. Handelst du ihm zuwider, wird es Konsequenzen haben. Wir haben schon genug Leute, die unsere Werte mit Geringschätzung strafen. Dabei ist es allein unserem Gesetz zu verdanken, dass wir bis jetzt überlebt haben. Meine Hingabe für das Gesetz ist mein Dienst an unserer Gemeinschaft. Meine Treue sichert das Wohl aller. Sindar schickt mich hier. Sindar, geht es um die Nahrungslieferungen aus dem Wald? Ja, sie sagt, es wird nicht mehr geliefert und lässt fragen, was da los ist. Hat Jorah denn nichts gesagt? Verdammt nochmal, den werde ich mir wohl mal zur Brust nehmen müssen. Das denke ich auch. Was hat Jorah damit zu tun? Ich habe Jorah damit beauftragt, zu Sindar zu gehen und ihr alles zu erklären. Anscheinend hat er sich nicht an meine Anweisungen gehalten. Wie dem auch sei, um Jorah kann ich mich später kümmern. Es werden keine Lieferungen mehr kommen. Meine Leute sind im Wald gestorben. Sie wurden von einem Unhold überrascht. Ach, dieser Unhold. Von einem Unhold? Ja. Bis auf die Knochen hat er sie abgenagt und nichts übrig gelassen. Ich werde nicht noch mehr meiner Männer in den Tod schicken. Sindar wird neue Leute finden müssen, die für sie die Drecksarbeit erledigen. Der Eisenclan wird sich nicht nochmal in Gefahr begeben für ein bisschen Fisch und Fleisch. Sag ihr das. Das war's? Mission fehlende Lieferanten? Okay. Tja, ich habe überlegt, ob ich an- oder abmoderiere. Ich möchte mich recht herzlich wieder bei euch verabschieden und seid gespannt. Morgen geht's weiter. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Ja, danke.